Wow, ich lebe noch. Juhu. Er schläft den Schlaf der Ungerechten. Eine schöner als die andere, atemberaubend. Ups, Vorsicht, da guckt ein spitzer Nagel aus der Fußbodendiele. Ups, Vorsicht, da guckt ein... Wieso quietscht es nur so seltsam? Das sind ja noch mehr Perlen, ungeheuerlich. Ich nehme mir nur eine einzige. Bei dem Haufen wird das ja wohl kaum auffallen. Wow, meine eigene Perle. Und sie gehört nur mir. Das ist das Wertvollste, was ich jemals besessen habe. Oh, oh. Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Da fehlt eine Perle. Irgendjemand hat sich an meinen Perlen zu schaffen gemacht. Pando! Pando! Wirf sofort die Fabrik wieder an. Bist du schlecht? Pando! Ah, gut, dass du kommst. Ich habe ein großes Problem. Oben will, dass ich die Fabrik wieder anschmeiße. Das klingt doch gut. Ja, ich bin auch ganz aufgeregt. Aber jetzt kann ich meine Schaufel nirgendwo mehr finden. Was mache ich nur? Kannst du mir suchen helfen? Passt perfekt. Ich sollte diesen Augenblick des Triumphes auskosten. Mist, und schon ist er vorbei. Ich hab dir eine Schaufel organisiert. Wirklich? Das ist ja großartig. Endlich kann ich wieder Kohlen schaufeln. Nimm dich in Acht, Welt! Bando ist zurück! Und er hat eine neue Schaufel, mit der er seine Widersacher in Grund und Boden schaufeln wird! Was ist das für ein Lärm? Bando? Ach, natürlich. Die Fabrik. Das wurde ja auch Zeit. Bald schon werde ich wieder alle Perlen beisammen haben. Bleibt nur zu hoffen, dass Kalida von dem Lärm nicht aufwacht. Ganz ruhig, Ruben. Solange die Yakis auf ihrem Teil der Insel bleiben, besteht keine Gefahr. Nur nicht nervös werden. Die Fabrik läuft wieder. Aber von Kalida keine Spur. Der Lärm scheint wohl noch nicht auszureichen. Gibt es noch einen weiteren Raum? Ich sollte aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ich könnte mir die Wirbelsäule brechen. Ein Rad, wofür das wohl gut ist? Es ist in der Mitte durchgebrochen. Alles geht in die Brüche.
Na, dann wollen wir doch mal sehen. Wow, geschafft. Nett hast du's hier. Danke. Ich lebe gerne allein. Oh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Einsamkeit ist ein wahrer Segen. Ganz meine Meinung. Aber du wiederholst dich irgendwie. Ich will mit dir über Kalida reden. Was willst du wissen? Ich habe vor, Kalida zu wecken. Das wäre sehr unklug. Einfach nur, das wäre unklug? Gibt es dafür vielleicht auch eine Begründung? Keine, die dir gefällt. Keine, die dir gefällt? Eine Frage noch. Würde mir die Begründung tatsächlich noch weniger gefallen, als keine zu bekommen? Ich kann es mir nämlich kaum vorstellen. Du bist voller Fragen. Und wenn du die Antworten nicht akzeptieren willst, dann wird das auch immer so bleiben. Wie meintest du das vorhin? Ich habe Kalida gefunden? Ich bin jetzt ein Teil von ihr? Ich meinte es, wie ich es gesagt habe. Also arrogant und unpräzise. Wenn das dein Eindruck war... Wo finde ich Kalida denn jetzt? Kalida ist immer unter uns. Wirklich? Schade, dass ich meine Schaufel verloren habe. Ist es wirklich zu viel verlangt, ein einziges Mal eine klare Auskunft zu bekommen? Vielleicht fragst du nur nicht die richtigen Fragen. Wie wäre es mit, wann hörst du endlich auf, um den heißen Brei herumzureden? Genug von Kalida. Wie du willst. Was hältst du von Ruben? Er ist ein Narr. Er denkt, er kann alles so lassen, wie es ist, indem er keinen Finger mehr rührt. Es scheint eine gute Taktik zu sein. Es ist ein Irrtum. Nichts steht still. Alles bewegt sich. Und das ist gut so. Das würdest du nicht sagen, wenn du wüsstest, was ich weiß. Mhm. Ach, nichts. Was sollen all die Kerzen? Das ist mein Beitrag zum Gleichgewicht auf dieser Insel. Alles hat Einfluss aufeinander. Das Licht der Kerzen hält die 5 Yakis fern, die auf dieser Insel leben. Es heißt, sobald die 5 im Dunkeln mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Die 5 anderen? So heißt es. Ja, gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen. Durch ihr Lied würde aber Kalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Die Kerzen verhindern also, dass die Yakis Kalida aufwecken? Kurz gesagt, ja. Hm.
Kannst du das mit den Kerzen nicht einfach bleiben lassen? Nein. Nein? Ach komm schon, es ist wichtig. Wir könnten alle sterben. Nur Stillstand ist der Tod. Merk dir das. Es gibt keine Balance ohne Bewegung. Ach, das ist doch alles nur Gewäsch. Ich rede hier von einer tatsächlichen Bedrohung. Es ist kein Gewäsch. Eher ein Naturgesetz. Keine Balance ohne Bewegung. Es ist wie in diesem Schachspiel hier. Und wenn ich dir das Gegenteil beweise? Ich habe dir gesagt, dass es unmöglich ist. Was willst du also beweisen? Bis später. Was spielst du da? Das ist ein Rätsel. Oh, ein Rätsel. Vielleicht kann ich helfen. Ich bin gut in Rätseln. Worum geht es? Ist das eine Art Damenspiel? Das Problem ist eher philosophischer Natur und es ist lehrreich. Das Rätsel lehrt uns, dass es nicht möglich ist, ein vollkommenes Gleichgewicht zu schaffen. Alles muss immer in Bewegung bleiben. Ach ja? Das wollen wir doch mal sehen. Du kannst es gerne versuchen, aber es ist zwecklos. Also, was muss ich machen? Die Damen können waagerecht und diagonal ziehen, wie beim Schach. Sie müssten am Ende so stehen, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen können. Aber bemühe dich nicht. Gleichgewicht ohne Bewegung, so etwas ist unmöglich. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich glaube, ich habe es geschafft. Die Damen können sich nicht mehr gegenseitig schlagen. Tatsächlich. Das ist bemerkenswert. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Tja, du bist nicht der Erste, der mich unterschätzt. Du hast mir ein neues, weitaus schwierigeres Rätsel aufgegeben, junger Mann. Ist am Ende so etwas wie eine Balance durch Stillstand doch denkbar? Ich werde wohl mein Werk auf dieser Insel überdenken müssen. Das heißt, du wirst keine mysteriösen Reden mehr schwingen? Ich werde vor allem erst einmal keine Kerzen mehr anzünden. Wer bin ich auch, dass ich besser wüsste als der Wind, wann ein Licht lange genug gebrannt hat? Ein Nichts. Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht. Was spielst du? Oh, vielleicht worum? Das und das all. Ach ja? Du habe. Also, was muss. Die Damen, sie müssen gleich gewinnen. Na, das war. Hey, ich glaube, die Damen. Tatsächlich, ja. Du ist. Das ich. Ein. Entschuldigung,